Guten Morgen und herzlich willkommen zurück hier bei einer neuen frischen Runde The Long Dark. Ja, wie man hier unten sehen kann, in meiner Leiste, wir sind frisch am Start, wir sind ausgeruht, uns ist es noch relativ warm. Ja gut, ich meine, wir sind aber erst gerade rausgekommen aus der Hütte. Wir haben keinen Durst, wir haben keinen Hunger, wir sind wirklich frisch am Start, wie ich schon sagte. Und ich freue mich natürlich, dass ihr auch hier fresh mit am Start seid. Jetzt wissen wir ja wohl tatsächlich, wo wir als nächstes hin sollen. Ist ja jetzt hier neuer Part, neues Glück, wie ich immer so schön sage. Und wir sollen in Richtung der Tunnel. Aber wo befinden sich diese Tunnel eigentlich? Ich habe nicht so wirklich einen Plan. Das ist auch nirgendwo beschrieben, ehrlich gesagt, ne? Kann man jetzt nicht... Ne, kann mir das ja jetzt auch nicht markieren oder so, ne? Ah, warte mal. Tunnel. Wo sind die Tunnel? Hier ist Milton, ne? Milton House. Was ist das? Hier ist die Kirche, ne? Ja, die St. Christopher Kirche. Was ist das denn jetzt hier noch? Kurzwellenturm. Hier ist die Tankstelle. Ah, hier sind die Tunnel wahrscheinlich, ne? Der Tunneleinsturz. Die graue Mutter. Ja, die will ja wissen, was da passiert ist. Okay. Also, wir müssen an der Tankstelle vorbei. Ja, ist jetzt doch ein ganz schönes Stückchen zu laufen, ne? Aber, wie gesagt, wir sind ja eigentlich relativ fresh am Start. Und ich bin mal gespannt, ob wir da überhaupt reinkommen werden. Weil der Tunnel soll ja wohl anscheinend... Nein! Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Alter, wo ist der? Da hinten kommt er. Nein! Nein! Oh. Los! Verpiss dich! Ah. Alter! Nein! Bin ich tot? Leiden. Alter! Er geht einfach los! Alter, fuck! Zustand. Schlafstelle. Oh nein, ey, das kann jetzt nicht wahr sein, oder was? Scheiße. Medikamente, hier, hau dir mal ein bisschen. Ja, ging alles. Immer rennen. Oh, come on. Feeling faint. Come on. Come on. Immer rauf, komm schon. That didn't work. Hier, Verband haben wir noch. Wolfsbiss. Verstautes Handgelenk. Ach du Scheiße, ey. Hier muss noch die Notfallspritze rennen. Nun. Oh, Alter. Was ist nun los? Alter Schwede. Können wir uns nicht noch irgendwie hier nochmal. Nimm mal einfach nochmal was. Wie geht's uns denn jetzt? Jetzt geht's doch wieder besser, oder nicht? Na, wir sind doch noch ganz gut am Start jetzt, oder nicht? Okay, ja, wir müssten eigentlich schlafen. Aber vielleicht hilft auch was. Erstmal was trinken nochmal. Einen Schluck, komm, trink mal was. Wir müssen erstmal wieder zur Ruhe kommen, ein bisschen. Ich glaube, das wird wieder besser. Alter Scheiße, Mann! Ich muss echt zusehen, dass ich mir ein paar Steine mitnehme, Leute. Ich meine, schlafen können wir immer noch nachher. Okay, es wird wieder besser. Es wird wieder besser. Alter Scheiße, Mann. Das werden wir auch gleich ausrüsten hier. Damit ich wenigstens was zu werfen habe. Hallo. Jetzt kann ich mit dem verstauchten Handgelenk nicht mal einen Stein werfen. Dann nehme ich die andere Hand. Alter, ist das ein Loop-Bob, ey. Ehrlich. Oh,
Oh, nee. Was denn nun? Oh, jetzt wollen wir hier wirklich pennen. Ich hab nicht mal einen Schlafsack mit, Alter. Ich könnte schon wieder kotzen. Ey, ich hab mich extra so darauf vorbereitet, auf diesen Trip jetzt hier. Es ist doch zum Kotzen schon wieder, ganz ehrlich, ey. Mann. Oh, wie mich sowas aufregt gerade jetzt wieder, wa? Da, ich hab nichts mit. Das Messer ist auch im Arsch. Hör doch auf. Zum Kotzen. Echt. Ist hier irgendwas... war hier nicht noch ein Schlafsack irgendwo in dieser scheiß Tankstelle? Ja, hier ist ein Bett. Hier, dann schlaf dich doch aus, du Moschkote. Alter, ey. Das gibt's doch gar nicht. Geheilt, verstautes Handgelenk. Na, ein Glück. Geht's uns denn jetzt wieder besser? Ja, es kommt langsam wieder. Alter, ey. Mann. Metallregal? Hä? Achso. Kannst du wegpacken? Komm, wir gehen hinten raus. Alter Scheiße, ey. Damit, oh, nee. Sorry, Leute, aber da kommt bei mir echt gleich ein bisschen der Rage durch hier. Weil, wie gesagt, ey, wir hatten uns da so schön drauf vorbereitet auf diesen Trip hier. Und dann greift ihr doch tatsächlich so ein scheiß Wolf an. Das kann ja nicht wahr sein, oder was? Okay, an der Tankstelle vorbei. Eigentlich müssen wir doch noch hier weiter jetzt, denn, ne? Oder nicht? Was ist das denn? Am Tisch. Auf jeden Fall können wir jetzt aber wenigstens die Steine wieder werfen. Die werden wir gleich ausrüsten. Oh, was ist denn hier noch? Dixie Klos. Haben wir hier schon? Hat er hier noch irgendwas drin? Was ist denn das? Was liegt denn da? Was ist denn das? Oh, ein Schlüssel. Bankschließfach. Schlüssel 20. Geil. Antiseptikum. Es ist doch tatsächlich ein Schlüssel im Auto. Hatte ich ja doch mit meiner Vermutung recht. Was ist denn das? Ach so. Alles klar. Die Gräser von draußen, ja, die backen hier ein bisschen durch. Nur aufpassen jetzt hier. Nicht, dass hier... Was hat denn da oben? Das ist doch eine Hütte schon wieder, oder nicht? Nicht, dass hier noch wieder gleich ein Wolf kommt, ey. Aber wo sind denn die Tunnel? Da hinten ist die Tanke. Da hinten ist Milton. Doch, wir müssen hier eigentlich weiter, ne? Demnach. Park von Milton. Ich hab doch hier was da. Wollte sagen, ich hab doch hier was gesehen. Was ist denn das hier? Oh! Sehr nice. Brause. Zeitungspapier, Kaffeemaschine. Kanonenofen. Ist da noch was drin? Nee. Vielleicht ist hier noch ein weiterer Schlüssel wieder. Das wäre auch cool, ne? Ich meine, zurück müssen wir sowieso. Wir sollen ja der grauen Mutter dann hier wieder Bericht erstatten. Was da wohl passiert ist in diesen... Na, den Tunnel, was da passiert ist. Metallschrott, ja, okay, komm, was sagt das Gewicht denn? Jetzt nimmt das schon wieder ab, weil wir immer noch müde sind, oder was? Ey. Ein Telefon. Geht nicht. Ist das hier? Nee, setzen wir nicht auf. Tamadan. Oh, hier kriegen wir noch mehr Patronen. Finden wir hier vielleicht eine Pistole dafür sogar? Vielleicht Pistole? Aber sieht ja nicht so aus, ne? Sonst. Wieso geht er denn jetzt wieder nicht rüber?
Hier vielleicht drinnen irgendwo? Nee. Okay, wir haben jetzt hier noch so ein Erste-Hilfe-Set. Notfallspritze, Verband, sehr geil. Das brauchen wir auch. Wie man sieht, zum Glück habe ich das auch immer alles ein bisschen bei gehabt. So Notfallspritze, ich weiß nicht, legen wir uns noch mal ein bisschen hin. Nee, das wird zu spät. Scheiße, Mann. Wir müssen zusehen, ob wir noch zum. Ob wir das noch schaffen bis dahin, ey. Die Tunnel. Aber wir laufen doch jetzt weiter höher. Hier oben können auch die Tunnel dann gar nicht sein. Können wir uns hier nochmal kurz umschauen. Picknickplatz. Na, hier wirst du wohl kaum noch was finden. Hier, ja, hier kannst du Brennholz machen, ja. Alter. Okay, jetzt warte mal. Zeig uns die Karte an, wo wir jetzt gerade sind. Da ist der Friedhof, hier ist die Kirche, ja. Waldgebiet, hier ist Milton. Hier ist die Tanke. Scheiße, ich bin hier weitergegangen. Da steht auch Park von Milton. Wir hätten hier lang gemusst. Ach. Es macht nichts. Gehen wir eben zurück. Kriegen wir noch. Das möchte ich doch ganz gerne noch schaffen heute. Was eigentlich ganz cool gewesen wäre, wenn wir jetzt auch einen Schlafsack schon hätten, ne? Worüber ich ja richtig froh bin, ist, dass wir keine Leiden mehr haben. Na, ein Glück, ey. Das hätte eben auch echt nach hinten losgehen können mit dem scheiß Wolf. Der hat uns ganz schön in René knallt. Die blöde Sau. Jetzt wird halt auch noch wieder stürmisch, ey. Pass auf, hier lauert doch schon wieder gleich der nächste. Oder nicht? Hier treiben sie doch auch wieder hier rum immer. Da ist der Tunnel aber. Da müssen wir hin. Und wenn man auf die Karte schaut, dann hat man ja auch gesehen, da steht ein Bus. Und der befindet sich da tatsächlich. Nochmal gespannt, ob wir da drin noch irgendwas Schönes finden. Vielleicht, wenn man da reingehen kann. Und wieder die krasse Musik hier, Alter. Ich finde das immer so geil. Das schafft so eine schöne Atmosphäre. Oh, ich brauche eine Leiche durchsuchen. Lea, die hat nichts. Protokoll? Gefängnis. Ah, das war ein Gefängnisbus. Folgende Gefangene werden mit unverzüglicher Wirkung. Donnerstag. Zwölf Gefangene. Okay. Nein, oh Mann, nimm das doch mit. Felix, ey. Mitnehmen. Das will die bestimmt sehen, die Frau. Also könnte ich mir jedenfalls gut vorstellen. Ich sollte mal vielleicht auch noch wo gehen. Oh. Okay, was? Halt, Mensch, was stand da gerade?
Okay, das haben wir jetzt gemacht. Die alte Frau ist möglicherweise die letzte im Leben. Ach so. Sie scheint mehr zu wissen, als sie zugibt. Das heißt, sie sollen jetzt wieder zurück gleich zu ihr, oder was? Kommt man hier nicht rein? Das soll es jetzt tatsächlich schon gewesen sein hier. Schade eigentlich. Also ich habe mir hier ein bisschen mehr erhofft, ehrlich gesagt. Warum schlägt er nicht die Scheibe ein? Dann kann man doch noch mal rein. Ne, was ich aber gerade eigentlich sagen wollte ist, ich glaube, ich werde mir mal noch ein paar mehr Steine mitnehmen hier. Zum Werfen. Zack. Zack. Was soll's? Wir nehmen sie lieber mit. Okay, Leute, dann schaffen wir das ja auch noch wieder zurückzulaufen zu der grauen Mutter. Das machen wir auch. Wir müssen mal gucken hier vorher. Ob wir hier lang können. Dann gehen wir nämlich da hinten durch. Dann kürzen wir ab. Ein bisschen. Wenn es dann möglich ist. Ich sehe jetzt hier auf den ersten Blick kein Wolf. Wenn wir schon zurückgehen. Nein, scheiße, da ist einer. Genau da müssen wir lang. Also ich möchte mich jetzt nicht nochmal vom Wolf angreifen lassen. Wir brauchen dringend ein Gewehr oder sowas, ey. Dringendst. Zieh bloß ab da hinten, sag ich dir. Jetzt steht er da. Jetzt geht er weiter, okay. Boah, ein Gewehr oder irgendeine Waffe, wo wir uns halt richtig mit verteidigen können. Das ist doch hier... Das Messer ist jetzt eh Schrott, ne? Ich weiß gar nicht, ob man das wieder reparieren kann. Vermutlich brauchen wir dafür noch wieder einen Hammer und noch ein Schweißgerät und was weiß ich nicht alles. Das ist eigentlich wieder alles ein bisschen sehr krass. Aber so ist das nun mal, ne? Das ist eben Survival. Ja, 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 ja. Du kannst dich gleich ausruhen. Wir sind gleich wieder da. Wir gehen nur noch mal kurz zur Bank. Hol... Mann, geh doch! Wieso lag da ein Wolf? Ist der tot? Ist das der vielleicht, den wir erstochen haben? Der hat sich mit seiner letzten Kraft hier noch her bewegt. Die anderen Schlüssel sind bestimmt in die Fahrzeuge drin hier. Da bin ich mir bald jetzt mittlerweile doch ziemlich... Oh! Was ist hier los? Wo kommen die ganzen Wölfe auf immer her? Alter, es gibt... Nothing to drink. Aha, wie kommt er da jetzt drauf? Alter, wo kommen denn die ganzen Wölfe auf immer her? Was ist denn hier jetzt los? Okay, wir haben aber den Schlüssel für Bankschließfach Nummer 20, war das, ne? Wo ist die 20? Ah, hier. Den haben wir jetzt. Was haben wir da drin? I think I can use this. Eine Lupe. Ja, mit der kann man Feuer machen. Natürlich Geld, da dachte ich mir schon Geld. Was haben wir denn jetzt noch? Die 15? Eigentlich noch mehr? Die 15 ist noch... Die 13 und die 5. Die anderen sind alle offen. 13 und 15 brauchen wir noch. Also zwei Schlüssel noch. Sollten wir doch bestimmt noch irgendwie irgendwann hinbekommen. Jetzt aber erstmal nochmal zur grauen Mutter. Die will bestimmt dieses Protokoll sehen.
Da bin ich mir noch bald sicher. Und sie wird ja auch die Letzte sein, die ja noch lebt. In Milton. Ja, ja, lasst euch mal nicht stören. Lasst euch schmecken. Haut rein. Ich muss hier weg. Ja, wir sind auch wieder total müde jetzt gerade. Ah, das hätte nicht sein müssen. Mit diesem, dass der Wolf uns da angegriffen hat. Aber na ja, gut, was soll ich nun machen? Ich bin ja froh, dass wir nur heil davon gekommen sind. It was there, like you said. And your friend? No sign of her. The tunnel's blocked. Looks like maybe an avalanche. But I think she got through before that happened. Oh. If the tunnel is blocked, that's the end for Grey Mother. So the tunnel is the only way through the mountains? No. Not the only way through. But my only way through. Grandmother is tired now. Let her rest for a while. Oh, krass war. Da ist ja ein bisschen. Natürlich, ich meine, sie ist blind, ne, so wie es ausschaut, aber. Ja, ich meine, klar, das ist halt vom Prinzip her, sie hat ja recht, das ist. Für sie halt, gibt's wohl kein... Alter, was stöhnt er denn laufen? Für ihr ist es wohl der einzige Weg hier raus aus Milton. Aber es gibt wohl noch einen anderen. Und bevor wir jetzt hier überhaupt irgendwas machen, kann ich das jetzt noch... Ja, schön. Ist ja super, das kann ich jetzt eigentlich wegschmeißen, das Ding, oder was? Na schön, ist ja sehr, sehr geil gerade wieder. Ich habe gedacht, das kann ich vielleicht nochmal reparieren, aber nein. Geht natürlich nicht. Jo. Was sagt denn jetzt eigentlich die Aufgabenliste hier? Ich muss da scheine in Gedanken versunken zu sein. Kehre zu ihr zurück, nachdem sie eine Weile ausgeruht hat. Okay. Ja, wir sollen dann nochmal wiederkommen. Das heißt, Leute, im nächsten Part würde ich sagen... Schauen wir uns mal die Fahrzeuge noch an draußen. Vielleicht, ich bin nämlich jetzt doch wirklich der Hoffnung, dass wir da noch die anderen beiden Schlüssel finden. Das ist das, was wir im nächsten Part machen werden. Und ich hoffe natürlich, dass ihr dann auch wieder mit am Start seid. Ich kann ja derweil erstmal nochmal... Was? Ausgetrocknet sind wir schon. Na, herzlichen Glückwunsch. Kann ja derweil, wollte ich nämlich gerade sagen, noch ein bisschen was trinken... essen und dann werden wir uns mal so langsam hinhauen, oder? Wir haben jetzt vom Prinzip her nur noch diesen einen Schluck. Ach hier, die Kondensmilch. Haben wir noch einen kleinen Schluck? Ach, wir haben ja gar nicht so einen Hunger. Na, ist egal, wir müssen eh was essen, wenn wir jetzt wieder pennen. Dann geht das ja immer so runter gleich, so extrem. Okay. Leute, ich würde sagen, wir ruhen uns mal hier richtig schön aus. 12 Stunden. Und ich hoffe natürlich, dass ihr ein bisschen Spaß hattet. Ich werde jetzt auch erstmal diese Session hier ja beenden. Und werde sehen, wann ich das nächste Mal wieder zum Spielen komme. Okay, komm, wir trinken nochmal was. Und wenn es denn soweit ist, dann hoffe ich natürlich, dass ihr wieder mit am Start seid hier mit mir zusammen. Eine Runde The Long Dark spielen. Und mit diesen Worten werde ich mich für dieses Mal von euch verabschieden. Moment. Damit wir uns noch mal kurz sehen. Ja, die sind natürlich leer. Der Junge rubbelt doch die Katz am Sack. Ganz ehrlich mal. Na gut, Leute. Mit diesen Worten werde ich mich dann für euch für dieses Mal verabschieden. Und ich hoffe natürlich, dass ihr das nächste Mal wieder mit am Start seid. Also, macht's gut und ciao.